German ist heute mit einem Best of Nightlife. Eine klassische Partynacht beginnt in der Regel bei einem guten Drink in einer muggeligen Bar. Und auch ich durfte für Germanness ordentlich vorglühen. Was? Kumpelnest? Ja, wir sind schon da. Hey, Freunde. Das war hier früher mal ein ehemaliger Puff. Und vor 28 Jahren hat sich dann jemand überlegt, eine Bar draus zu machen. Singen wir Lieder auf das Meer, auf die Liebe bitte sehr, doch fallen darauf nie wieder rein. Nein! Jawohl, jawohl. Das ist die Thelonious Bar. Benannt nach dem großen amerikanischen Jazzpianisten Thelonious Monk. Wir sind eine sehr klassische Cocktailbar mit modernen Einflüssen, spielen sehr viel Jazz, lässt der Name vermuten. Von den Jazz-Ecken Berlins kommen wir zur Frankfurter Hip-Hop-Szene. Celo vom Rap-Duo Celo und Abdi zeigt mir das Nachtleben in der Main-Metropole. Ich komme hier gerne in die Allerheiligenstraße. Hier ist so meist mein Freundeskreis. Hier in die Smoker Lounge, Allerheiligenstraße 4. Hier ist es so angenehm. Hier rücken die Leute nicht auf die Pelle. Hier sind Leute nicht auf Selbstmitleidsflash, sondern wie gesagt, jeder hält sich über Wasser, jeder boxt sich durch. Jemand, der sich auch in Frankfurt durchgeboxt hat, ist Rapperin und Barbesitzerin Schwester Eva. So, Eva, stolze Bar. Ja. Stolze Bar, weil in der Stolze Straße. Stolze Bar, Stolze Straße, les mal hier. Friedrich Stolze, 1816 bis 1891, Frankfurter Publizist. Und Mundartdichter. Ja, Stolze Bar passt. Ja, und Eva ist stolze Besitzerin. Natürlich, Eva ist überhaupt stolz. Ehre und Stolz, das steht für Schwester Eva. Sag mal, Eva, was muss ich denn hier noch trinken bei dir? Das schmeckt sehr gut. Ja. Sonst noch irgendein Burner? Ja, natürlich. Meinen polnischen kurzen Złota Polska. Was sagen wir? Nazdrowie, kurwa. Bravo. Hab's gelernt. Sag Portugal. Nazdrowie, kurwa. Nazdrowie. Ich nehm das hier. Dank polnischen Haselnuss-Schnäpsen sind wir ja jetzt warm getrunken. Weiter geht's also in den Club. Ist das dein Laden, das Prinz Charles? Das ist mein Laden. Mache ich mit meinen Partnern zusammen. Hier das Prinz Charles, das Parker Bowls Restaurant oben an der Straße. Und das machen wir jetzt hier seit 4 Jahren. Fast. Man hört es ein bisschen noch in deiner Stimme. Ja, Nachtleben hinterlässt Spuren. Okay. Es macht so den Anmut, als wäre das hier mal ein Schwimmbad gewesen. Es war auch ein Schwimmbad. Es war kein öffentliches Schwimmbad, aber es war das Mitarbeiterschwimmbecken der Bechstein-Klaviermanufaktur. Was du jetzt siehst als Bar, war damals der Pool. Und was du siehst als Dancefloor, war damals der Saunabereich. Ach, geil. Selbe Stadt, ganz andere Party-Crowd. Glamour Queen Nina Queer zeigt mir ihre Irrenhausparty. Nächstes treffe ich Albert Just, besser bekannt als Party Gandalf. Albert ist Zauberer und treibt seinen Schabernack in der Partyszene Hamburgs, in die er mich heute mal mitnimmt. Hallo Claire, fühlt euch wie zu Hause, aber räumt nicht auf. Wie lange zauberst du schon? Ich zauber nicht mehr. Ich habe nie gezaubert. Sondern? Ich war immer der Albert, der gerne Albert, die Eselsbrücke zur Magie. So sage ich, hey, wir gehen jetzt los. Jetzt kommt die Nacht. Elektrohaus! Schaut's aber beim Fenster raus!
Moloch zum Abschluss. Schabernack pur. Albert ist so ein fitter Typ für sein Alter. Ich habe mich alt gefühlt neben Albert. Wer sich im Nachtleben ähnlich alt fühlt, wie ich es neben Albert getan habe, der kann jetzt auf Conscious Clubbing umsteigen. Diese Partys finden frühmorgens vor der Arbeit statt. Anstelle von Alkohol werden Smoothies ausgeschenkt und man kann den Dancefloor in eine Yogamatte eintauschen. Klingt komisch, ist aber so. Diese ganzen Leute hier sind heute extra früher aufgestanden, um vor der Arbeit noch ein bisschen zu den Klängen von Alle Farben abzudancen. So viel gute Laune steckt an, also schmeißen auch wir uns ins tanzende Getümmel. Martha, du veranstaltest Morning Gloryville. Ja. Was genau kann man alles machen auf der Party? Es gibt freies Yoga-Sessions. Wake-up-Massage, Maquillage oder Live-Painting sehen. Ja, es gibt viele Sachen drin. Es gibt kein Alkohol. Ihr schenkt kein Alkohol aus. Kein Alkohol. Es ist Conscious Clubbing. Party machen, aber ganz conscious sein davon. Ja, den Tag starten oder arbeiten gehen oder ja, sowas mit tolles, positiv Energie. Ja. Das war das Germanus Best of Nightlife. Wer Lust auf mehr bekommen hat, geht auf youtube.com/germanus und klickt sich durch unsere Folgen. In dem Sinne, auf in die Nacht!